Hallo und herzlich willkommen. Ich habe es euch versprochen, ich werde ein intensives Video mal machen über Bayernluft. Wir haben jetzt ein Gerät bekommen von Bayernluft. Das haben wir mal zu Hause installiert. Man kann das Ganze auch im Wohnmobil installieren. So sieht's aus. Es ist ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und einer möglichen Entfeuchtung. So sieht's aus. Ich habe es extra mal offen gelassen. Oben ist der Ansaugtrakt. Also man braucht eine kleine Kernbohrung, die haben wir ja vollführen lassen, hat eine Fachfirma gemacht, so sieht übrigens dann das Ganze aus. Und die haben dann diese Kernbohrung gemacht und das Ganze wird jetzt noch ausgeschäumt, noch verklebt. Ich habe es im Moment mal provisorisch reingesetzt, hier oben ist der Ansaugtrakt, hier unten ist der Ausblastrakt. Und ich zeige euch das Ganze mal innen. Das ist ein Gerät, das hängt an 12 Volt. Es hat also weder eine Kühlung noch eine Heizung mit drin. Es hat aber einen Wärmetauscher. Der Wärmetauscher ist dieses blaue Element. Hier ist ein Magnetverschluss. Man kann das Gerät jederzeit öffnen. Es ist sehr leise. Wenn es geöffnet ist, hört man die Lüfter ein bisschen. Im Moment läuft es auf der stärksten Stufe 10. Hier oben ist der Ansaugtrakt. Das sieht man, die Luft wird gefiltert, anschließend durchgeblasen, über die Wärmerückgewinnung dann gemischt. Das sehen wir aber gleich nochmal in der Grafik, denn hier ist ein WLAN-Modul verbaut und dann die feuchte Luft wieder ausgeblasen. Hier oben wird die Raumluft angesaugt, gemischt und hier unten wieder ausgeblasen. So hat man also immer frische Luft. Es gibt mehrere Sensoren, die hier verbaut sind. Hier sieht man ein Sensor, hier der kleine da, der da, das ist ein Sensor und hier vorne ist noch ein Sensor verbaut. Die Sensoren, das sehen wir auch gleich, messen Temperatur, Feuchtigkeit und so weiter. Das Ganze geht vollautomatisch und hier ist dann ein Computersystem eingebaut, das sich um die ganze Lüftungssteuerung kümmert. Ja, das Ganze kommt aus dem Profibereich, kostet, ich glaube, zwischen 600 und 700 Euro. Hat hier draußen dann noch eine manuelle Steuerung. Hier kann ich sogar sagen, okay, ich möchte keine Stufe 10 haben, wie im Sommer. Einfach stehen, damit ich immer Frischluft habe, so viel wie möglich. Dann kann ich das Ding auch manuell einsetzen, kann es über einen Timer machen, kann es vollautomatisch laufen lassen mit verschiedenen Steuerungsmodi. Das ist die Seite von Bayernluft. Also hier sieht man so typische Sachen. Ich zeige euch das mal gerade. Fotos und Videos sind hier drin. Wie sieht denn sowas aus im Winter? Das ist der Haupteinsatz. Dann tropft so viel Feuchtigkeit raus, das kann man hier richtig sehen, dass sogar, je nachdem wie kalt es ist, anschließend der ganze Trakt, ich lass mal gerade die Zora raus, komm, du kannst raus und los. Jo. Fein. So, damit die Feuchtigkeit dann auch rauslaufen kann, hier sieht man das Ganze. Also besonders geeignet ist die Installation natürlich im Schlafzimmer oder im Bad, weil da will man ja nicht lüften. Man will es ja entweder schön kalt oder warm haben und so weiter im Winter. Und dann entsteht natürlich Schimmel und das ist natürlich auch ein Haupteinsatzgebiet. Hier sieht man die Rohrblenden, wie es dann verbaut wird. Sind feuchte Räume, die, ich sag mal, die man einfach trocken kriegen will. Also hier hat man ein extremes Beispiel. Da ist jetzt ein Bad, da ist es eingebaut und da läuft es dann auch permanent die ganze Zeit und man braucht sich um das Lüften überhaupt nicht mehr zu kümmern. Also das Thema Schimmel ist dann passé. Es gibt ganz, ganz viele Videos drauf, wie das Ganze montiert wird. Es kommt aus der Profitechnik. Ganz, ganz viele Lüftungsbauer haben das fest im Programm. Aber auch die Firma Bimobil hat es ins Wohnmobil eingebaut. Ja. Und man kann auch alles wirklich selber machen, wenn man ein bisschen handwerklich begabt ist. Gerät kostet zwischen 600 und 700 Euro. Ja, wir gehen mal gleich mal auf die FAQs drauf. Das können wir gleich mal machen. Also häufige Fragen und Antworten. Raumgröße. Steht das hier, ich kann mal, also Raumgröße sagt er, also das Gerät tauscht also 20 Kubikmeter Raumluft pro Stunde aus. Die meisten unserer Kunden setzen das Gerät für die Grundlüftung im Feuchteschutz ein, also Schimmel, Pilz, Prophylaxe, was ganz wichtig ist. Wo hilft das Gerät gegen Schimmel und feuchte Räume? Wasser dringt durch Leckagen aus dem Erdreich ins Mauerwerk ein, das haben gerade viele ältere Gebäude, oder es wird nicht richtig gelüftet. Und da steht auch hier ganz klar, sehr häufig. Also ganz, ganz viele Menschen lüften nicht richtig. Und das ist also auch bei uns ein Problem. Wir haben es jetzt mal im Wohnzimmer montiert, weil wir einfach das Gefühl hatten, dass die Luft hier drin immer so stickig war, Sauerstoff hat gefehlt. Wir haben dann dauernd hier oben diese
die Luken oben aufgemacht, da geht dann die kalte Luft raus, die warme Luft raus, wird zwar ausgetauscht, aber irgendwie zieht es dann auch immer. Und seitdem wir das Gerät jetzt seit 2 Wochen haben, jetzt im Sommer, du kommst hier rein, du kommst von draußen rein. Es ist so frisch hier drin, du hast immer frische Luft drin. Du merkst richtig, dass hier Sauerstoff drin ist. Das Ganze ist online angekoppelt. Ich zeige euch das mal gerade. Das ist die Grafik jetzt bei uns. Ist intern im WLAN. Man kann es natürlich auch von außen freigeben. Macht natürlich keinen Sinn, weil, ja gut, man könnte jetzt die Webpage natürlich von außen auch noch freigeben, aber ich brauche es hauptsächlich, um auf dem Handy zu gucken, wie sind denn die Werte im Moment. Also jetzt haben wir hier einen Feuchtetransport von 261 Gramm pro Tag. Das geht im Winter auf mehrere Liter hoch. Das kann man auch gleich mal sehen. Die haben nämlich hier auf der Startseite von Bayernluft so eine Grafik drauf. Und ich will gerade selber gucken. Hier sieht man eigentlich ganz gut. Das ist übrigens die Montagezeichnung. Und da werden auch alle Sachen mitgeliefert, da sind die Rohre mit dabei, da sind die Außenblenden mit dabei, das Gerät natürlich mit dabei, der Wärmetauscher und so weiter. Und jetzt gucke ich mal gerade ganz kurz, dass ich euch das mal zeige, Fotos und Videos. Das waren die Fotos, die habe ich euch schon gezeigt. Und hier habe ich, ich weiß, wo ich es finde. Also das ist jetzt mal eine Grafik, wenn man hier oben drauf geht aus Fragezeichen. Dann kommt man auf die Grafik hier und hier sieht man, also das war hier aufgenommen am 23.04.2017 und da hat man einen Feuchtetransport von 4560 Gramm minus in 24 Stunden, die abgeleitet wurde. Und jetzt bei uns im Moment wird zugeführt 666 Gramm pro 24 Stunden Zuführung. Das heißt also, unsere Luft, die eingeblasen wird mit 49,3% relative Luftfeuchte, wird nach dem Wärmetausch mit der Frischluft, kriegt sie 57,6%. Und das sind dann 12 Gramm pro Kubikmeter. Das Ganze geht im Moment über eine Wärmerückgewinnungsquote von 65,6%. Das Ganze hier sieht man aber hier im Winter dann 83,3%. Also hier sieht man, die Außenluft hier hatte 9,4 Grad. Und hier sieht man sehr schön die Ansaugluft 19,3 Grad und die Aussaugluft 17,7. Das heißt, normal hätte man beim Einleiten ja diese 9,4 Grad. Man kann also richtig gewinnen. Und krass hier, minus 4,5 Liter fast pro 24 Stunden, die abgeführt werden. Und im Moment, jetzt im Sommer, wird Feuchte zugeführt, dass es also nicht zu trocken ist hier in dem Raum. Und das geschieht vollautomatisch. Ja, eine ziemlich coole Kiste. Wenn man sich denn traut, die 2 Kernbohrungen zu machen, dann hat man immer frische Luft. Man hat gefilterte Luft ohne die Problematik mit den Pollen. Man hat braucht sich um das ganze Thema Lüften nicht mehr zu kümmern. Und man hat natürlich, wie ich das sagen soll, also das ist an Lebensqualität, weil du einfach mehr Sauerstoff hast, dadurch, dass du nicht mehr aktiv lüften musst. Und dann auch nicht Fenster offen lassen musst, wenn du gehst. Ich meine, man weiß das ja mit den Einbrechern und so weiter. Da will man dann vielleicht auch nicht die Fenster offen lassen. Und so kann man auch ältere Häuser praktisch so umrüsten, dass sie über diesen Luftaustauscher dann sehr, sehr effizient die Luft austauschen können. Über den Wärmetauscher, der noch ohne großen Energieverlust. Also hier hört man, also die Lüfter laufen jetzt. Mache ich hier das Fensterchen zu, dann höre ich so gut wie gar nichts mehr. Ja, also besonders geeignet auch im Schlafzimmer und im Bad. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Also geht am besten mal auf die Seite von Bayernluft. Der Mann ist sehr nett. Wir machen auch irgendwann mal eine Schalte mit ihm. Und da könnt ihr eigentlich alles sehen, wie es funktioniert, wie das mit dem WLAN geht. Gesehen habe ich das Ganze erstmalig, wie gesagt, in den Wohnmobilen von Bimobil. Und wenn man hier sieht, also klar, ich meine, wenn jetzt hier 4 Liter oder sowas rauskommen am Tag, und es ist draußen richtig knackig kalt, dann kann sich auch schon mal hier so ein Eiszapfen bilden. Ja, ganz dezent, auch die Löcher, wenn man sie richtig zumacht, hat man zwar 2 Löcher außen, die, ich sag mal, ja, die halt zu verschmerzen sind, aber der Gewinn an Lebensqualität ist wirklich der absolute Hammer. Und ich kann das also jedem nur empfehlen, der also darunter leidet, dass er müde ist oder matt.
ja, baut einfach mal so ein Gerät ein. Das Gerät kostet zwischen 600 und 700 Euro. Probiert es aus. Und ich bin zumindest begeistert. Also hier in dem Raum, wenn du reinkommst, ist es nicht mehr stickig, die Luft ist nicht mehr schlecht, sondern es ist einfach ein richtig gutes Klima im Moment hier drin. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.